Lieber Carlo, liebe FC Bayern-Fans, der Carlo und ich kochen heute zusammen. Carlo zeigt mir, wie man richtige Nudel-Carbonara macht. Wir nehmen jetzt keine Spaghetti her, wir nehmen Penne her, können wir es genauso machen. Und ich mache nachher ein paar Fleischpflanzl mit Kartoffelsalat. Aber starten tun wir mit die Nudel oder Penne Carbonara. Ich denke, Penne ist besser. Ja. Denn, warum ist es besser? Als Nudels. Because I think that the ingredients are better with penne than spaghetti. But it's the same. Mm-hmm. I try to cook better than you. Well, this is easy. This is easy. He makes them. He's a very good cook. Gell? Also er kocht richtig gut und er kocht auch gerne. Ja? Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal. Wir haben hier, also normalerweise nimmt man ja Pancetta her. Wir haben jetzt hier ein Wammerl genommen, das ein bisschen geräuchert ist. Und das schneiden wir jetzt in so größere Würfel. Ja. Gell? Little pieces. Ja. Pancetta, and then we have to cook pancetta with oil. With oil. Yeah. And also we rest this in the pan. Sometimes you can use onion if you want. Okay. I like to use onion, but you didn't bring here onion, and so we cook without onion. Ja, aber ich kann noch ein Zwiebel holen. Das ist super. And so, and after that, you have to do. We have eggs. Yeah. I think that for two eggs is okay for two people. Yeah. Okay. Two people and cook penne in boiled water. Just a little bit salt because already bacon is salty. So we don't have to use a lot of salt. And then at the end, bacon, eggs, and of course Parmigiano. And carbonara is done. Kochst du zu Hause auch? Carlo? Manchmal zu Hause? Ich habe letzte Jahre, wann ich war nicht Trainer, ich habe gekocht. Viel gekocht zu Hause? Viel gekocht zu Hause. Ich liebe Kochen, ist nicht als Football, aber ist meine fast so viel wie Fußball. Passion. Ja, ja. Und wenn du, sagen wir mal, Carbonara haben wir ja jetzt da. Welches Gericht machst du sonst noch gerne? Carbonara is my favorite plate of pasta. Ja. Of course, I was born in Emilia, and Emilia is famous for Parmigiano, prosciutto, and also tortellini. Mm-hmm. And so I'm used to. My favorite plate are Carbonara. Like pasta and tortellini also. Super. Also dann schneiden. Next time we will make tortellini. Sehr gut. Also habt ihr es gehört? Nächstes Mal kochen wir Tortellini. Nicht so einfach, gell? Schneiden wir das noch, oder? You cut it better than I do. Ja, aber man sieht jetzt, gell, man sieht, dass er einfach das schon oft gemacht hat. Man sieht schon, wie er das Messer in die Hand nimmt und dass er das gerne macht. Wir kochen ja beim FC Bayern hier seit 9 Jahren für die Mannschaft, jeden Tag. Und da wird natürlich das Gemüse gedämpft, damit es möglichst wenig Vitamine verliert. Wenn man es in Wasser kocht, gehen 50% kaputt. Wenn man das Gemüse bei 80 Grad dämpft, gehen nur 15 bis 20% der Vitamine kaputt. Und deswegen ist wichtig, dass man heute jetzt oder mal, da ist eigentlich wurscht, das muss nur richtig gut schmecken. Und das machen wir jetzt miteinander. Wirt, wirst du sehen? This is class. No, this is class. I think half is enough, no? Is this okay? It's only for me and you. Ja, ja, exactly. Is this half okay? Half is enough. Is this okay? A little bit more. A little bit more, yes, chef. A little bit more. Okay, it's fine. Super. Super. Gehen wir mal da her. So. Hier so. Den Speck rein, oder? No. Before onion. So schaut's aus. So wird das gemacht hier. Gut. Haben wir ein bisschen Öl da? Das ist Oil. Ah, ja, das ist Oil. Das ist Olivenöl. Ja. Das ist normales Öl. Not a lot, because. Ist gut, das gefällt mir wieder, ja. Dass er in wenig Öl anbrät. Der Carlo liebt eigentlich das Schweinene, weil dort, wo er aufgewachsen ist, da hat man sehr viel Schweinefleisch gegessen, gell Carlo? Hm? Dort, wo du aufgewachsen bist, wo du geboren bist, hat man sehr viel Schweinefleisch gegessen. Ja, usually. With all the product of the farm. Okay.
cheese, pork, of course. Okay. Homemade pasta. Mm-hmm. Because my sausage. Grand sausages. Ja, klar. Salami, mm-hmm. prosciutto. Mm-hmm. Lauter gute Sachen natürlich. A lot of milk. Mm-hmm. We had cow. Mm-hmm. That's, but the food was really good. Good. It tastes good. Time, yeah. All the day. So, schauen wir mal. So we can put bacon now. Bacon. It's really excited to have Alfons Schubert as assistant. Yeah, exactly. Here is the Papst and ich bin der Ministrant. It's a beautiful day. Yeah, for me. And, so bacon has to be cooked really well. Yeah. Also du meinst, der muss kross werden, oder? Ja, der ist kross, ja, kross. Dann schmeckt er auch besser. Das ist ja klar, nicht? Deswegen braucht man auch wenig Salz, weil der Bacon ist ja schon leicht gesalzen. Und das geht dann auf die Nudel über. Und wenn der Käse noch drauf kommt, dann hat das einen wunderbaren Geschmack. Okay. Und zu Hause, Carlo, kochst du zu Hause auch oder kocht deine Frau? Meine Frau kocht natürlich, ja, ja. Aber mehr Gemüse, mehr Chicken. Marianne ist gut, hat healthy Food. Okay, ja, das ist wichtig, ja. Not like us, no. No, not like now. Super, ja, ja, ist wichtig, halt viel Gemüse essen, Eiweiß in Form von Hähnchen, Fisch oder Fleisch. Was brauchen wir, Carlo? I need to do 12. Aber brauchen wir nochmal leer. Warte mal, nehmen wir das da her. Das geht so. Brauchen Eigelb, gell? Cheese. Cheese ist hier. Die Reibe haben wir hier. Und Carlo, habt ihr Parmesan zu Hause selber gemacht oder? An der Farm? Ja. Selber gemacht? Ja. Oh, super. Ganz gut. Wein? Wein haben wir hier. Ist das der Wein? Ja. Jawohl, da haben wir Wein. Halten wir es ein bisschen höher, gell? Dann geht's wieder. Yes. Pfeffer? Pfeffer ist hier. Ja, man sieht, der hat schon öfters gemacht. Gell? If something was wrong in football, I can come. Ja, ja, guck, exactly. Ja, der Carlo mag gerne bodenständiges Essen. Schmeckt natürlich auch, gell? Aber als Hochleistungssportler musste er sich natürlich früher auch anders ernähren. Aber die italienische Küche ist ja sowieso leicht, Carlo. Der Italian Kitchen. They have everything, yeah, vegetable, cheese, fish, chicken, yeah. Whatever. So, wir haben hier das ganze Ei verquirlt, nicht nur das Eiweiß, nicht nur das Eigelb, das ganze Ei mit ein bisschen Pfeffer und Parmesan verquirlt und jetzt geht's dann gleich einmal in die Endphase. Maybe ein bisschen mehr. Yes, right. Sehr gut. Magst du Eiweiß und Ei? Also nicht nur Eigelb, oder? Full Ei. This is 2 eggs. Ja. 1 egg complete and just another one, just the red. Okay, gut. Also man kann es auch, dass man ein Eigelb nimmt, dass man ein ganzes Ei nimmt und dann vielleicht 2 Eigelb. You make 500 grams, I think you can use 2 complete eggs and ja. 2. And you can put also, if you want, ein bisschen Milch. Milch, okay, ja. Dann wird es leichter. Das ist, wenn man sich ein Rührei macht in der Früh, dann tut man ein bisschen Milch rein, dann stockt es nicht so fest. Also, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt den Zwiebel angeschwitzt, dann haben wir den Bacon, den Speck, mit angeröstet, haben dann mit Weißwein ein bisschen abgelöscht. Wir können Brot passen. Ja, 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 ja. Jetzt kommen die Nudeln dazu. Ist es eine Spezialität aus der Region, wo du herkommst, oder in ganz Italien? Nein, ganz Italien. Okay.
Carlo, lädst du manchmal auch Spieler zu dir nach Hause ein und kochst da for the players? Do you invite them in your home and then? No, never. No, nix. We go to the restaurant. Very good. Thank you. Thank you. He's coming to my place. Yeah. Now it's done. The secret is that you have to stop cooking. Okay. Before to put. Exactly. Also, jetzt muss ich jetzt zurückdrehen, praktisch, oder? Auf null. You have to wait a little bit. Okay. You have to put the pasta in another. Okay, okay. Und dann gibst du das erst runter. Yeah, because eggs has not to be cooked. Ich hab's jetzt ausgeschaltet, das ist okay, das ist auf null. Ist nicht mehr heiß jetzt, oder? Also, das heißt, nicht in die Pfanne reingeben, dann wird's ja ein Rührei in dem Fall, dann stockt es sofort, sondern man zieht das Ei unter die Nudeln und dann hat man den guten Geschmack von diesem Parmesan-Ei, wo immer ein bisschen Pfeffer drin ist. Man sieht, wie Carlo mit Leidenschaft seine Carbonara rührt. Das heißt, er hat es schon öfters gemacht. Dann. Voilà. Ein bisschen Cheese. Cheese nochmal, okay. Super. Toll. Das, was mir jetzt gut gefallen hat, war, dass er da nicht heiß rumgemacht hat, sondern hat ganz langsam, vorsichtig, dann eine best. Nach dem anderen. Danke. Probieren wir mal. Gut. Sehr gut. Mm. You have to put a little bit salt. Mm-hmm. Not bad, ne? Das war super. Not bad. Super. Not bad. Super. Wunderbar. The wrong word. Wunderbar. Sensationell. Na, ist gut, gell? Richtig gut. Gut. Sehr gut. Mm. Schmeckt mit Pancetta besser, meinst du? Hm? Mit Pancetta ist es besser? Nein. No. Alles gut. Gut. Nee, egal. Sensationell. Er ist nicht nur der beste Trainer auf der Welt, er ist auch ein sensationeller Koch. Super, danke, Carlo. Danke.